Das Battle von Keyboard- und Controller-Playern wird gefühlt in Fortnite nie aufhören. Und genau deswegen gibt es heute ein Arena-Punkte-Race zwischen einem Controller-Player und einem Keyboard-Spieler, die einigermaßen auf demselben Niveau sind und einige von euch auch mit Sicherheit kennen. Und zwar der Controller-Player ist einmal Sunin und der Keyboard-Spieler ist der Jonzi. Es läuft ein Timer 60 Minuten runter und am Ende werden wir sehen, wer die meisten Arena-Punkte hat und somit die Challenge gewinnt. Das haben wir auch live gestreamt, also wenn ihr so etwas mal live sehen wollt, dann gerne den ersten Link in der Videobeschreibung abchecken. Da kommt ihr zu meinem Twitch-Kanal, da heiße ich AlbiVB und bin so gut wie jeden Tag live. Wenn ihr den Content auf diesem Kanal supporten wollt, gerne den Kanal kostenfrei abonnieren und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine Videos mehr auf dem Kanal. Und sonst für den ultimativen Support gerne den Creator-Code ALVVB im Itemshop benutzen. Es sind nur 6 Buchstaben, der Code ist super schnell eingegeben, ihr müsst nur ganz kurz daran denken, das nächste Mal, dass ihr Fortnite startet. Und sonst sind auch hier noch die Ehrensupporter von euch eingeblendet, die mir auf Instagram ein Bild zukommen lassen haben, die sich was mit dem Code ALVVB im Itemshop geholt haben oder den Code einfach nur eingetragen haben. Das reicht auch schon völlig aus, um eingeblendet zu werden. Und wenn ihr immer mal wieder eingeblendet werden wollt, dann müsst ihr mir auch immer mal wieder regelmäßig Bilder zukommen lassen. Aber jetzt genug geredet, ich wünsche euch viel, viel Spaß bei diesem Video. War sehr, sehr nice. Let's go, rein da! Was machen wir eigentlich? Ist das denn auch eine Challenge für uns, oder wie? Ja, ich nehme die einfach auch auf. Okay, aber ich meine, jetzt machen wir ein Wette unter uns. Wer mehr ist, der Verlierer 5 Subs. Halt die Schnauze, Junge. Warum nicht? Junge, hier wird direkt bankrott wegen dir, Junge. Junge, Sunin meinte das war fully ernst, ne? Mit den 5 Subs. Junge, der will mich noch ausnehmen, wenn ein paar hier. 3. Warte. 2. Warte. 1. 3. Go, jetzt. Der Timer läuft, Jungs. Okay. Ihr könnt queuen. Ja, ja. Schau mal, habt ihr auch bei mir. Okay, Sunin queued immer noch. Okay. Ja, ich queued. Okay, Jungs, also, wir haben auf unserer rechten Seite haben wir Sunin auf Controller und auf unserer linken Seite haben wir der Jonzi auf Maus und Keyboard-Chat. Beide sind natürlich in der Beschreibung verlinkt, könnt ihr gerne vorbeischauen. Wir haben beide jetzt gerade auf 0-Punkte-Accounts. Das heißt, wir sehen ganz, ganz genau. Ach du, wir gehen rein. Wir gehen rein, Chat. So, ich werde auch immer derjenige, der halt gerade im Gameplay ist, dem werde ich natürlich so gesehen zuschauen und dem anderen, den Sound so gesehen muten. Sunin, was ist deine Lobby? Weil sonst ist es eine Katastrophe. Alter, hier ist nichts. Nee, ihr seid, glaube ich, nicht in der gleichen. Hier ist nichts. Schau dir meine Map an, Digga. Was ist das denn? Er ist full mute. Warte mal, geht der full mute, um zu tryharden? Aber es geht jetzt los. Jonas Battlebus startet. Sunins geht gleich los in 7 Sekunden. Es geht los, Chat. Ich bin sehr hyped auf diese Challenge. Die Challenge kam sehr, sehr gut an. Das erste Mal, dass wir gespielt haben, da war Jonzi gegen Queasy dran. Diesmal gegen Sunin. Ja, aber Jonas, du hast aber ohne Witz bisher immer gewonnen bei dieser Challenge, ne? Ja. Wo droppst du? Ich trage Kartbahn. Kartbahn, okay. Mann, ich will mit Sunin reden, wo ist der? Der ist full mute! Der ist full mute! Typ ist fully am Tryharden jetzt! Nein, Junge, er macht doch jetzt nicht diesen. Okay, ich bin gespannt. Also ich bin gerade ein bisschen aufgeregt. Soll ich dir sagen, wo Sunin droppt? Der macht einen ultra wilden bei Brutal Bastion. Jonas mit dem ersten Killchat. Wir gehen kurz auf Jonas drauf. Ganz kurz Audio von Jonas. Hat seinen ersten Kill jetzt. Jonas damit 15 Arena-Punkte zu 0 vorne. Kills machen gerade 15 Punkte, ne? Also es ist smart, am Anfang auf Kills zu gehen. Auch wichtige Info. Oh, Sunin im Fight jetzt. Geil. Ja, das wird der erste, glaube ich. Sunin. Okay, er zieht durch mit Schwert. Oh, Sunin hat die 1 HP, ne? Sunin hat den 1-HP-Chat. Oh, Jonas in der Zwischenzeit auch im Fight. Wir gehen kurz auf Jonas rauf. Digga. Oh mein Gott, mein Aim. Oh, nein! Jonas dead! Aber ist trotzdem noch vorne. Oh mein Gott. Digga, warum ist die auf 40 eingestellt? Jo, Jonzi gerade dead in der Lobby. Sunin in der Zwischenzeit mit seinem ersten Kill-Chat. Okay, ich passe von der Aufnahme. Alter, Digga, jetzt muss ich in den Fokus gehen. Sunin im nächsten Fight. Scheiße. Er crackt ihn. Sense nicht von mir. Boah, die Fights, die sind eklig, ne, gerade. Sunin mit dem zweiten Kill. Gut, das sind einzelne Kills, ne Jonas, das heißt gar nichts. Also, ja, ich weiß, aber es stresst, es stresst, wenn man in der Lobby ist, ja. Nimm zumindest ein bisschen halten. Trifft ihn gut. Dritter Kill für Sunin. Ja, mich stresst mich. Ich kann mich stummen, wenn das stört. Ich kann mich stummen. Aber ich will ja eure Stimmen hören. Ich will ja auch, dass da so ein bisschen Salz ist und sowas.
Das ist ja wichtig. Sanin ist wirklich komplett mute gegangen, Chat. Jonas droppt wieder bei Cartman. Sanin ist sehr krass auf Controller. Ja, Sanin ist sehr gut auf Controller. Und Jonas, würde ich sagen, ist schon auf einem sehr ähnlichen Niveau auch auf Keyboard. Hat aber immer noch nicht so krassen Stuff eigentlich, ne? Also er hat ganz guten Stuff zum Keen, aber es ist auch nicht... Er hat eine graue Pump immer noch. Aber die Leute sind halt hier los, ne? Man muss hier auf Kills gehen. Vierter Kill für Sunny Chat. Jonas in der Zwischenzeit. Auch sein... Holt Magnet, Junge! Holt sich seinen ersten. Steht 30 zu 90 für Sunny aktuell, Chat. Vielleicht im Busch? Ja, er ist im Busch. Oh Gott, er ist im Busch, Chat. Ihh. So geil, dass Sunny einfach full mute ist. So ein kleiner Schwitzer, Digga. Oh mein Gott, fünfter Kill für Sunny. Sunny holt sich jetzt gerade das goldene... den goldenen Airdrop. Er sieht jetzt einen. Kann mit Katana hinterher. Macht er gut. Nochmal ein 9er Hit. Oh Gott, was sind das für niedrige Hits, die er da gibt? Er läuft und läuft. Oh ja. Pump hätte drauf sein können. Macht er aber gut. Sunny macht es wunderbar, Chat. Let's go. 150 Punkte zu 50. Aber unterschätzt Jonas nicht, Chat. Das ist sehr, 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 sehr schnell aufholbar. Bei Sunny steppen jetzt aber auch alle, ne? Das ist krass. Nochmal so ein richtiger Loster vor Sunny. Niemanden. Ja, Bullbox. Er läuft gegen die Wand. Was macht denn der Gegner? Da merkt man, dass es Nullpunkt-Lobbys sind, ne? Ah! Bro! Oh, bei Jonas. Wir gehen auf Jonas drauf. Crack, nice. Bro, wo chillt er denn drauf? Ach so, wait. Hast du. Geil. 65. Let's go. 65 zu 165. Sunny jetzt auch wieder im Fight jetzt. Ja, ein paar Pro oder so. Geil, Craig. Oh, ja. Ja. Jonas in der Zwischenzeit jetzt wieder auch hier im Fighten. Ey, sorry für die kurze Unterbrechung. Ich wollte dir nur sagen, wenn du diesen Content hier cool findest, dann kannst du gerne mal auf Twitch vorbeischauen. Da bin ich bald oder sogar jetzt gerade live. Mit dem ersten Link in der Videobeschreibung erreichst du meinen Twitch-Kanal oder einfach auf Twitch AlviVB eingeben. Starker Jonas. Geil. Digga, das ist... Bro, wo ist der? Ey, Sunny macht so viel Kills die ganze Zeit, ne, Chat? Sunny läuft's gut, wir gucken aber ganz kurz noch... Digga, was ist für ein Mensch, Junge, der ist bei 0 Punkten! Ja, der ist echt ein Tryhard. Junge, ich schalte gegen ihn. Du hast keine Match mehr. Sunny im nächsten Fight, Chat. 165. Und holt sie ihn. Jonas damit auf 90 Punkten, Sunny jetzt insgesamt mit 235. Sunny macht hier eine Ansage. Aber der ist auch hyperkonzentriert gerade. Jonas, guter Hit. Jonas, 35er White. Sunny in der Zwischenzeit die ganze Zeit weiter am Keen. Digga, immer. Er macht diesen, Digga, ich hab keine Metz, Digga. Nein, der hat auch 6. Ich hasse dieses Item so sehr, Digga. Ich hatte ihn doch, weil ich einen 35 White Hit mache. Alter Schwede, Junge, ich bin so sauer. Shaky und Shaky und Shaky. Ganz schön. Nächstes Item. Also die das ist der Balance Classic, ja. Die Spieler von Sunny, ne, die sind aber auch wirklich auf einem anderen Universum gerade unterwegs. Die sehen, wie der geschwitzt hat, Junge. Ja, der war schon sehr am Tryharden. Das war schon krass. Ich hatte keine Metz mehr, konnte nicht mehr zubauen. Ja, ich hab's gesehen. Oh, Sunny! Oh! Sunny in 1 AP! Sunny wirklich 1 AP, Chat! Lebt doch, Junge! Oh mein Gott! Lebt er? Ja, er lebt. Er hat ihn gekriegt, noch gerade noch so. Kartband. Du musst vielleicht schon überlegen, vielleicht auch mal in Megacity reinzugehen. Ja, ich lande es Megacity, scheiß drauf, wir landen Megacity. Okay. No risk! We have to risk it for the biscuit, boys! Stark. Sunin mit seinem 14. Kill, Top 5 jetzt, Chat. Hat insgesamt jetzt die 300 Punkte erreicht. Sunin hier sehr greedy unterwegs. Der hat jetzt nochmal einen dicken Hit abgekriegt. Sunin kann jetzt maybe down gehen. Aber er hat halt wirklich alles, was er braucht, eigentlich. Er kriegt ihn noch mit einem Spray. Wahnsinn! 315 Punkte Sunny zu 105 Jonas. Wir gucken mal ein bisschen bei Jonas rein. Jonas ist jetzt weit. Direkt ein Warm-Pump von Jonas. Richtig.
Wichtig für selbst. So! Top 3 jetzt bei Sunny Chat. Nur noch die zwei oben, die da am Bild fighten sind. Digga, Couch, Bro. Couch, bitte. Geil. Nur noch Top 3. Los. Ja, Top 2 jetzt. Nur noch eine, dann hat's dann in die erste Runde. Clean. Jonas dabei mit dem Superpiece. Geil. So, wir gehen mal ganz kurz auf Jonas in der Zwischenzeit. Ich sehe nichts. Nein. Ich sehe nicht. Oh. Warum ist du rot? Was ist das? Oh, komm, Dicker. Sunny hat seinen letzten Gegner gefunden. Hat schon ein bisschen tagged mit der Stark-Waffe. Der baut sich jetzt ein in der Holzbox. Ich glaube, Sunny holt es jetzt. Seine Runde mit 17 Kills. Jonas mit noch einem Wompam, geil. Ja, und damit ist vorbei. Man kann ihn nicht bauen. Sunny GG's Win mit 17 Kills. Er queued direkt in den nächsten und ist komplett stumm. Das kann er doch nicht machen. Bro, entmute dich! Bro? Sunny, du warst die ganze Runde mute. Ja, ich weiß, hä? Ja, Bro, ich hab dich dreimal angerufen wegen der Runde. Ach so. Bro, so, du ja, bist 440 Punkte. Hast du? Wie viel hat Jonas? 195 hat er. Fandest du meine Runde, Ali? Fandest du meine Runde? Sie war sehr stark, war sehr stark. 17 Kill Win erste Runde. Jonas ist zweimal early, also was heißt early? Aber zweimal dead gegangen. Okay, Chat. 5 Subs, Jonas, ne? Du kannst mich mal kreuzweise kommen. Der chillt, der campt den Tresor auf, Junge. Ich hau den dumm und dem. Jetzt. Ach ne, der ist drin. Den Salz, Chat. Der ist im Tresor. Digga, der hat mir die Karte abgezogen. Schreit. Alvi, der chillt im Tresor mit einer mythischen Pump. Würde mir jetzt nicht so schmecken an deiner Stelle. Ich auch noch einen. Aber wenn du die mythische findest, das. Oh, geil. Stark, Jonas. 225 zu 440. Boah, stark, Sanin und so! Wahnsinn! Sanin direkt mit 2 Early Kills. Macht er sehr stark. Sanin fast schon bei 500 Punkten. Ey, ich will gar nicht, also... Schreibt mal jetzt in die Kommentare rein und auch lieber Livestream-Chat. Schreibt mal ja, rein, Junge! Wie viele Punkte werden am Ende beide haben? Würde mich interessieren, weil das ist schon... die gehen hier schon durch jetzt gerade. Stark. 1500 Punkte, 2K. Ich sage euch ganz ehrlich... Ich glaube, 1400, sage ich. Jonas wieder mit dem Kill. Jonas dreht jetzt langsam auf. Sunny macht genau da weiter, wo er aufgehört hat. Aber Jonas jetzt auch in der Runde drin mal mit 7 Kills. Und er hat Gottloot. Er hat wirklich sehr, sehr guten Stuff. Er braucht jetzt am besten noch diese mythische Waffe. Die haben wir nicht. Ja, perfekt. Jonas 255, Sunny 480 Punkte. Sunny, wie confident fühlst du dich? 10 von 10. Ja? Gehen auf Sunny drauf, Chat. Geil. Sunny, du bist super. Also wirklich, das ist auch alles so sicher. Na, Jonas auch mit dem Peace, mit dem Box. Und mit dem Kill. Geil. Und Jonas hat jetzt auch seine 300-Punkte-Marke erreicht. Langsam läuft es jetzt bei Jonas. Der macht jetzt Kills nach Kills. Able. Stark. Passt schon. Jetzt hier weiter am Fighten. Stark. Also Jonas, ich sag dir mal so für die Confidence, ne? Wenn du jetzt einen Win holst mit über 17 Kills, dann weißt du ganz genau, du bist gut dabei. Aber ich sag dir auch so, Sunny ist gerade in seiner Runde, hat jetzt auch schon gleich wieder 5 Kills. Alvi, stand auf seinen Kopf, okay? Mach das. Wompump 3 zu 1. Okay, GG's. 330 zu 550. Sanin, sagst du, dass du jede Runde, die du jetzt hier spielst, auch gewinnen wirst? Und oft so ein Überleber, ja. Ja, ich kann auch mal so ein random 200er kommen. Ich finde halt die Gegner nicht, ne? Oder eine spielt den Subway-Surfer die ganze Zeit, der macht mich sauer. Geil. Stark, Jonas.
Boah! 8 HP! Oh! Oh mein Gott. Ich hab keine automatische Tür öffnen an hier. Baum! In Kasachstan wäre da kein Baum! Bro, lass mich runter! Wichtiger jetzt an ihn. Und das war der wichtige Hit auch fürs Selbstbewusstsein. Junge. War eine kurze shaky Aktion dabei, ja? Naja. 620 Punkte Sanin, Jonas 355. 30 Minuten noch auf der Uhr. Ja, 30 Minuten noch. Geil. Jonas hat ihn endlich. Wichtig. Laserwaffe rein da. Schade. Ja, ich finde die halt in diesem Dreckshaus nicht. Boah, der hat Nuller Ping, Sanin, oder was? Er kennt den Berliner Ping gar nicht. Jonas mit dem nächsten Kill, gell? Oh, Papp ist leer! Oh! Oh! Oh, er ist Pro-Player! Ja. Oh, Jonas auch am Struggle. Hinter mir ist noch einer. Oh, Jonas hat ihn, okay. Keine Metz! Jonas Top 4. Wow, Sanin holt ihr auch. Wichtig. Geil, geil, geil. Jonas mit 15 Kills Top 4. Und Sanin gerade 9 Kills Top 14. Boah, Sanin kann wieder eine krasse Runde droppen, ne? Jonas letzter Gegner. Stark. Stark. Jonas Win direkt raus. Jonas jetzt auch mit über 500 Punkten. Jetzt tatsächlich, also Jonas jetzt ein bisschen aufgeholt. Das ist geil. Da oben, Aldi, bitte guck ihn an. Bitte guck ihn an. Beide trennen jetzt tatsächlich nur noch 90 Punkte. Das ist krass. Er ist halt jetzt komplett vorm Ding, ne? Ja, Sanin, bitte choke, Junge. Bitte choke einfach. Eigentlich muss Sanin choken, ja. Wenn Sanin jetzt choke, dann seid ihr eigentlich genau gleich auf. Weil Sanin hat jetzt noch die ganzen Placement-Points, die Win-Points, die jetzt noch auf ihn zugehen. Deswegen ist auch gerade nur 90 Punkte Abstand. Aber Sanin macht's eklig. Im Spider-Man. Der kennt hier gar nichts. Ja, so bin ich halt einfach davor gestorben, Junge, mit dem Dreck-Spider-Man-Scheiß. Stark. Sanin macht seinen 10. Kill. Top 12 bei Sanin. Also wenn Timer vorbei ist, dann zählt die Runde nicht mehr. Genau, also wenn jetzt zum Beispiel Timer vorbei wäre, dann du wärst jetzt bei 650 Punkten, dann ist vorbei. Wenn Sanin das natürlich aber jetzt einfach solide runterspielt, dann ist halt Sanin einfach auch mit dem Abstand schon so weit vorne, dass Jonas, wenn Sanin so auf diesem Niveau bleibt, so gut spielen kann, wie er will, das wird dann vielleicht auch nicht mehr reichen. Es bleibt spannend. Nee, also es ist. Freunde, ruf mich die ganze Zeit an, Junge. Oh mein Gott, da hat die Waffe. Oh, Jonas vielleicht Early Dead? Ja, Jonas Early Dead wahrscheinlich. Ja, Jonas Early Dead. Und das frisst nochmal Zeit jetzt. Alter, hier ist jemand. Wie ist das eigentlich mit dem Spider-Man? Kriegt man da eigentlich Fallschaden oder jetzt nicht? Oder? Chat, ihr habt gesagt 1500 Punkte, ne? Ich hab sogar welche, die haben 2K gesagt, aber das ist doch nicht machbar. In Solo nicht, aber in Trio könnte man es schaffen. Ja, Trio schon. Ja, da kannst du ja auch gefühlt. Ich meine, Solo ich mein, man muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, ne? Sanin spielt bis jetzt gerade perfekt. Er ist gerade in seiner zweiten Runde, hat die erste mit 17 Kills gewonnen. Und die zweite ist er jetzt gerade bei Top 6 mit 12 Kills. Er hat keinen Fehler gemacht bisher, Chat. Und ist gerade bei 700 Punkten. Wie soll er denn das Doppelte jetzt noch machen in 20 Minuten? Das ist nicht möglich. Also nicht mal 1500 werden hier gedroppt. Also ich sage, das wird tatsächlich so ein, wenn es gut läuft, 1400 Punkte Ding. Nein, bitte klau ihn mir nicht! Ich krieg kein Healing. Zack. Sanin lässt auch einfach gar keinen Fehler zu. 14 Kills Sanin. Jonas jetzt wieder Mega City gedroppt. Ja. Ja, weil ich bin wahrscheinlich kaputt, weil ich 5 Kisten geöffnet habe und nichts an Loot drin ist. Geil. Der letzte, oder Sanin jetzt noch? Ja, der letzte, aber keine Ahnung, wo der ist. Ja, tatsächlich fast 900 Punkten abschließen. Der ist schon. Digga, die laufen noch alle weg. Ich finde die nicht. Oh Gott, der stirbt vor meiner Nase. Hab's gesehen. Ja.
Back-to-back-Win, geil, 16 Kills, 17 Kills. Crazy, 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 crazy. Genau noch, genau ab jetzt noch 20 Minuten und 20 Sekunden. Ja. Egal, ich hab schon wieder den größten Schwitzer hier. Die Controller-Player, die freuen sich gerade. Boah, der Gegner nervt, ne? Boah! Oh! Siehst du das? Ich hätte ihn 50 wide mit meiner scheiß Dreckskampfschrotflinte. Ich hätte ihn 30 wide. Ich hätte ihn 18 wide mit meiner SMG. Und der will mich downgehen und one-pop mich mit 150. Und meine Freundin ruft mich wieder an. Der Chabbert. Digga, das ist nicht nur der Knochenbruch, Junge. Es ist alles gut. Vom Treppenhaus gefallen ist der Mann. Ich brauche was der Babybauer. Also ich kenne mir gerade Energy aus Kasachstan. Ivy, was sagst du? 1000 Punkte drin? Ivy? Ich glaube, man hört mich nicht mehr, oder? Oh, der Shepherds. Jonas, hörst du mich? Nein, ich will dich nicht hören. Ich will mich nicht. Ich will dich nicht hören. Mein ganzes Haus. Hast du, wie geht's dir so? Ich hab 555. Ja, ich schau auf dich herunter, weißt du das? Guck, du bist unter meinen Füßen gerade, Jonas. Oh. Ich kann da wirklich nichts tun. Ich hab keine Mats, ich muss ihn rein in der One-Pop mich einfach mit 150. Boah, perfekt für einen Drop da. Geil. So, sei ihn wieder in der Runde drin. Okay, 555 zu 865. Also ganz genau 310 Punkte ist Sunny gerade vorne. Ja, wenn ich jetzt wieder auf Spawn sterbe, Junge, dann bin ich sauer. Muss halt jetzt hoffen, dass Sunny einmal tot geht. Sunny mit dem ersten Kill. Weil wenn Sunny jetzt einmal dead geht und du jetzt nochmal eine hohe Killbomb machst, dann weiß ich nicht. Da kann halt viel passieren. Also Sunny muss auf jeden Fall weiter so spielen. Er kann sich natürlich jetzt ausruhen so ein bisschen, aber er muss auch dranbleiben. Weil wenn du halt jetzt nochmal hier Druck machst und der halt dead geht, dann wäre scheiße. Aber wenn Sunny die Runde ganz normal runterspielt und jetzt nochmal in der Runde vielleicht so 100, ja, 150 Punkte mitnimmt, dann passt es. Stark. Oh, war schon wieder ein ekliger Fight jetzt bei Jonas. Ja, ey, Digga, ich hab halt nie was am Anfang. Ja, eine Pump. Boah, wichtig, ja. Jonas, wichtig. Hm. Oh, bei Jonas zwei Leute? Target. Ist nicht down. Oh mein Gott, was? Passt schon, Jungs. 5 Kills. Bruder, was ich aber heute auch für random Dinger kassiere, ist halt auch nicht mehr feierlich. War es ein 160er Pump? Bro, ich weiß es nicht, aber du hattest den Control. Du hast einfach auch einen super, super Low-Hitter an der Stelle gedrückt. So ein ja. 30er White oder so. Also ehrlich gesagt, ja. Der hätte dreimal down gehen müssen. Ja. Ich habe ihn davor 120 gehittet und dann das ist schon auch viel Pech gerade dabei. Das stimmt schon. Das ist schon Pech. Das Ding ist over. Das ist schon krass. Du hast wirklich keinen einzigen Fehler gemacht, ne, Sunny? Du bist kein Mal down gegangen. Das macht's halt auch schon schwer, ne? Ja, du musst einfach schlau fighten und nicht so aggressiv. Ja, Bro, aber I One Pump zu kassieren ist halt auch random, Bro. Halt nicht mit, du überlebst halt mit einer P und ich gehe halt down, das ist halt so. Ne? Stark. Geil! Fühlt sich der zweite Count gut an? Ja, irgendwie cleaner. Cleaner, ne? Ich kann ja auch sagen, woran das liegt. Das habe ich auch immer bei Challenges. Ja, er lebt noch, wenn ich jetzt gewonnen habe, dann mit die Vorteile. Weil auf den Main-Accounts sind so viele Skins und alles schon drauf und so viel gespeicherte Daten, dass. Der Legia ein viel Ohr, Jonas. Er hat 12 HP. Nee, Digga. Das ist der ultimative Bruch. Das wird nicht mal ein Video bei mir. Das wird nicht mal ein Video bei mir. Mit 9 HP wieder überlebt, irgendein Winkel. Bei mir wird es ein komplett geiles Video. 3 Wunst. 3 Runden, 3 Wunst. Cool, Ali, oder? Das war jetzt nochmal der Tritt in den Keller. Er ist doch schon vom Treppenhaus gefallen, Junge. Das Ding ist so over, Junge. Ach, Jonas, Mann. Das ist schlimm. Und egal. Sven ist auch manchmal gut, sag ich dir ehrlich. Ich hoffe, die rutschen die Hände beim Oh.
Ey, Mann. Schade, Jonas. Stark, Jonas. Ja, stark. Natürlich sprayt der Typ auf stark. Mich, Bro. Jonas mit dem vierten Kill. Pass auf mit Ivy. Pass auf. Wie lädt er noch? Stark, Jonas. Bro, wie, jeder, wo es Kampfschrott fällt, hat wirklich verarschen. Ich hab schon 5 Kills, keiner hat eine Pump gehabt. Der Nuller, der Nuller fing wieder. Stark an ihm. Geil, geil, geil. Na, der ist one. Ja, geil. Ey, stell mal vor, ich finde den einfach schon 4 Minuten. Stark, Jonas. Oh, hier ist er doch. Oh mein Gott, Digga, so was soll ich halt nicht missen. Ich kann ihn nicht bauen. Nein! Boah, oh, knapp. Aber wichtig. Oh, okay. Wie ist die Torte da? Ey, wie letzte Gegner bei mir. Ich seh's schon die ganze Zeit, ja. Hallo! Stark. GG's. 17, 16 und 15 Killwin ist schon das. Puff. Und gerade aktuell noch 3 Minuten auf der Uhr. Es lohnt sich gar nicht für mich zu queuen. Ich glaube, du wärst halt da ganz, ganz am Anfang dann. Ja. Also von der Runde, sobald es startet. Also 1275 Punkte hat jetzt Sanin. Jonas aktuell 765. Ivy, brauchst du mich oder kann ich gehen? Willst du auch was sagen? Fürs Video? Bist ein cooler YouTuber. Danke, Mann. Kein Problem. Hau rein. Wenn irgendwas ist, melde dich ab. Wir hören uns. Viel Spaß beim Stream und viel Glück. Jo, tschüss. Bro. Ciao. Alright, Chat. Ja, Digga, das Ding ist over. Ich bin auch raus, Junge. Alright, wie viele Punkte hast du so am Ende? Sag ich nicht. Okay. Tschüss. 780. 780, ja. Okay, Chat, 780 für Jonas und Sanin insgesamt 1275 waren das. GG's. Controller hat gewonnen.